Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass ich heute hier sein kann. Wie schon angekündigt, mein Name ist Christoph. Ich bin der Gründer von High Moment. High Moment ist eine App, die Menschen hilft, glücklicher zu werden. Mir geht es darum, dass ich heute euch zeigen möchte, wie könnt ihr an eurem Glück arbeiten, wie könnt ihr wirklich euer Glück selbst beeinflussen und was sind so die Fallen, die man hat, wenn man an das Thema Glück denkt und was sind so die Missverständnisse, die wir mit dem Thema haben, die auch mich ganz betroffen haben. Unser Verständnis um Glücklichsein, ja, das sind so diese großen Momente, auf die wir alle warten und wenn die dann kommen, dann sind wir dann glücklich und es könnte falscher nicht sein. Das nächste, was wir am Glück falsch verstehen, damit wir gleich alle falschen Vorteile vorräumen, ist, dass in der deutschen Sprache vor allem das Wort Glück für zwei Sachen steht. Einmal für Zufall und einmal für Zufriedenheit. Im Englischen ist das ein bisschen besser differenzierter mit Happiness und Luck. Darum sagt man bei uns in Österreich, das Glück ist ein Vogel. Das kommt einfach so, da kann man nichts dagegen tun. Man kann es abschießen versuchen vielleicht oder so, aber in Wahrheit ist man dem ausgesetzt. Und was man damit macht, wenn man so denkt, ist, dass man nicht glaubt, man ist selber verantwortlich dafür. Man gibt die Verantwortung ab dem Universum, dem Horoskop, den Sternen. Alles außer, dass es an einem selber liegt, an seinem Glück zu arbeiten. Das ist sehr gefährlich, dieser Gedanke. Ja? Darum möchte ich heute als ersten wichtigen Rat geben, dass ihr nicht versucht, auf diese großen Momente hinzuarbeiten oder zu glauben, dass sie euch glücklich machen, sondern ihr müsst euer Leben mit so vielen wie möglichen Momenten füllen, die euer Leben schön machen. Es geht nicht darum, auch da aktiv was zu tun dafür. Es geht meistens nur darum, dass ihr sie erkennen müsst. High Moment heißt nichts anderes als Hallo, Moment. Die Wahrnehmung zu erhöhen dafür, was eigentlich heute toll war. Viel wichtiger als deine Hochzeit, als deine Karrierebeförderung, als deine Pensionierung, sind es genau diese täglichen Momente. Und denen muss man einfach ein bisschen arbeiten. Das ist nicht zu schwer. Ich kenne niemanden, der an sich arbeitet, regelmäßig und dabei unglücklich ist. Es gibt einem so viel Empowerment, es gibt euch so viel Kraft zu wissen, dass ihr euer Schicksal selbst in der Hand habt, indem ihr euch quasi einfach immer weiterbildet, indem ihr euch immer weiterentwickelt. Glückliche Menschen leben 7,5 Jahre länger als unglückliche Menschen. Der Effekt ist so stark, wie wenn man einen Raucher zum Nichtrauchen bringt. Wenn wir glücklicher sind, erleiden wir weniger häufig an Depressionen, an Burnouts, an Infektionskrankheiten und eine Reihe von anderen Krankheiten. Einfach nur, weil wir eine Resilienz aufgebaut haben. Glückliche Menschen sind sozialer. Einer der wesentlichen Gründe, warum ich das mache, was ich mache mit High Moment, ist, weil ich weiß, dass glückliche Menschen auch bereit sind, an andere mehr zu geben. Das Glück sich dann auch weiter verbreitet. Glückliche Menschen würden also quasi nicht Donald Trump wählen, könnte man quasi sagen. Und wir arbeiten, wenn wir an uns arbeiten und glücklicher werden, auch in einer glücklicheren Gesellschaft. Eine der größten Studien zum Thema Glück hat ganz klar gezeigt, dass es nichts gibt, was so stark unser Glück beeinflusst, wie viele und wie qualitativ hochwertige Beziehungen wir in unserem Leben haben. Mit dem Geld ist es wirklich so, dass wir immer wieder glauben, dass es uns glücklich macht. Und regelmäßig, Studie um Studie, zeigt sich, dass es das nicht tut oder nur zu einem deutlich geringeren Maß. Verdienst du weniger als 20.000 Euro? Ja, da gibt es schon was. Wenn man sehr wenig Geld hat, dann geht es einem nicht sehr gut. Ja? Das ist ein sehr hartes Leben, das stimmt schon. Aber die Grenze, wo man dann nicht mehr glücklich wird, wenn man Geld hat, die ist viel, viel früher erreicht, als man glaubt. Ja? Die wichtige Aussage hier ist, dass wir überschätzen, ob das Geld uns glücklich macht. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Karriere, der auch vielleicht wegentscheidend ist für das, was ihr mal machen möchtet. Diese Formel, dass Erfolg zum Glück führt, die ist uns allen ja sehr bekannt. Es gibt sehr viele Menschen, wir kennen alle welche, vielleicht sind wir auch selber welche, die alles dafür tun würden, um erfolgreicher zu werden und dann glauben, dass das Glück danach nachfolgt. Aber auch da wieder zeigt sich wieder und wieder, dass diese Formel überhaupt nicht stimmt. Und dass, wenn überhaupt, diese Formel stimmt, nämlich dass glückliche Menschen erfolgreicher sind. Der Grund, warum Erfolg nicht immer glücklicher macht, ist, dass wenn man zum Beispiel, wenn man alles tut, um erfolgreich zu sein, vielleicht nicht das tut, wo man im Flow ist. Glückliche Menschen hingegen sind erfolgreicher, weil sie leichter einen Job bekommen, weil sie im Job besser performen, weil sie im Flow sind, ja, weil sie weniger oft krank sind, deshalb auch produktiver sind. Ja. Glückliche Menschen werden öfter als Vorgesetzte gewählt und als Vorgesetzte dann können sie ihre Mitarbeiter erfolgreicher führen, weil sie es schaffen, ihre Mitarbeiter glücklicher zu machen. Was ich also euch heute eigentlich sagen wollte, ist nur, dass ihr euer Glück selber in der Hand habt, dass ihr in dem arbeiten müsst.
Schaut, dass ihr in den Flow kommt, dass ihr Arbeit macht, die euch Spaß macht, wo ihr herausgefordert werdet, aber nicht überfordert und nicht frustriert werdet. Wenn man Führungskraft ist, bitte schauen, dass die Mitarbeiter möglichst lange in diesem Zustand sind, dass sie wirklich der Fit zwischen Challenge und Skill-Level stimmt und dass man dabei die Beziehungen nicht vernachlässigt. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Rezept. Und das ist das Rezept, das von High Moment verwendet, mit dem wir alle glücklicher werden können. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Bin auch gern noch für Fragen da. Sag mal danke für die Aufmerksamkeit.